Regina Kurt, 1001 Nacht. Menschen mit Verletzungen und schweren Lasten kommen oft mit der Vorstellung in Behandlung, diese Verwundungen oder ihren Ballast einfach loswerden, vergessen oder abgeben zu können, um befreit wieder in die Normalität zurückzugehen. Dabei meint Normalität oft eine vage, weil meist so zuvor noch nie erlebte Vorstellung von Bedrohungen, Gefahren, Verletzungen, Verlusten oder anderen schlimmen Erfahrungen verschont zu bleiben. Aber ein Leben ohne Verletzungen, Verluste, Herausforderungen sowie den Tod ist am Ende doch nur eine Illusion und ein Zurück gibt es im Leben grundsätzlich nicht. Das Leben lebt immer nur weiter und entfaltet sich mit all seinen Möglichkeiten je neu. So bleibt uns stets nur das Heute, an dem wir etwas tun oder etwas entscheiden können. Denn das Gestern ist unwiederbringlich vorbei und im Morgen leben wir auch noch nicht. Nach Hilde Dumin. Wir werden eingetaucht und mit dem Wasser der Sintflut gewaschen. Wir werden durchnässt bis auf die Herzhaut. Der Wunsch nach der Landschaft, diesseits der Tränengrenze, taugt nicht. Der Wunsch, den Blütenfrühling zu halten, der Wunsch, verschont zu bleiben, taugt nicht. Therapie ist also wie eine Ermutigung, trotz allem nicht aufzugeben und dennoch weiterzugehen, auch wenn der Weg noch so mühsam oder am Anfang schier ungehbar erscheint. Therapie ist also wie Vermittlung von Hoffnung, wo es scheinbar nichts mehr zu hoffen gibt und oft nur noch die Verzweiflung herrscht. Gerade dann kommt Hoffnung in ihrer ursprünglichen Bedeutung zum Tragen. Denn das Wort Hoffnung, das aus dem Griechischen kommt, bedeutet letztlich unter der Last bleiben. Therapie ist also wie eine große, vielleicht mitunter auch gewagte Bergtour, bei der der Bergführer zwar bestimmte Wege mit bestimmten Folgen weisen kann, was man in bestimmten Bergregionen bei bestimmtem Wetter beachten muss, ab welchem Gefahren- oder Schwierigkeitsgrad welche Sicherungen empfehlenswert oder gar unabdingbar sind. Aber den Weg muss die Patientin, der Patient selbst gehen. Bei Patienten mit passiver Erwartungshaltung verdeutliche ich die Notwendigkeit dieser Haltung oft mit der Aufforderung. Den Schritt, den sie nicht selber gehen, wird kein anderer jemals für sie gegangen sein. Ich kann sie ermutigen, anregen, warnen und in allem unterstützen. Aber gehen müssen sie selbst. Manchmal gebrauche ich auch ein Bild, das mir Sozialarbeiter einer karitativen Einrichtung, die sich im Südsudan engagiert, überlieferten. Wir geben Hungrigen kein Brot und Dürstenden kein Wasser. Wir lernen sie angeln und einen Trinkbecher zu gebrauchen. Oder, um es in den Worten der Autorin Rachel Naomi Remen zu sagen, wir dienen nicht etwa den Schwachen und Zerbrochenen, wir dienen vielmehr der Ganzheit ineinander und der Ganzheit im Leben.